wie mein Tag beginnt, ist das Erste, ich stehe auf, trinke ein warmes Glas Wasser, weil das ganz gut sein soll für die Organe. Und ich habe angewöhnt, jeden Morgen zu meditieren und Wim Hof zu machen. Das ist eine Atemübung. Empfehlung für jeden, das auch mal zu machen. Ist, glaube ich, ein ganz cooler Effekt, den man da hat. Und dann sage ich mir meistens noch ein paar Dinge, wofür ich dankbar bin, damit ich einfach gut in den Tag starte. Ich habe gemerkt, dass ich einfach glücklicher bin, wenn ich weiß, was ich habe und was mir wichtig ist im Leben. Ein typischer Trainingstag sieht bei mir aus, dass ich morgens eine Stunde 15 vorm Treffpunkt eigentlich da bin. Frühstücke meistens hier und dann gehe ich in den Kraftraum, aktiviere mich ein bisschen, spiele ganz gerne Tagball mit den Jungs oder Fußballtennis. Dann haben wir eine Videoanalyse meistens und dann geht's auf den Platz. Vorher haben wir vielleicht noch eine kleine Aktivierung. Dann gibt es das Training und dann gibt es meistens Essen nach dem Training. Manchmal geht man noch und geht in den Kraftraum und macht ein bisschen was für sich selbst, Oberkörper oder Beine und, oder hat Behandlung noch bei den Physios. Und dann zieht man sich um und fährt nach Hause. Ja, also natürlich spiele ich lieber Fußball auf dem Platz. Nichtsdestotrotz mag ich es auch sehr, im Kraftraum zu sein. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man ein guter Athlet ist im Fußball. Lebt nach dem Motto, der bessere Athlet gewinnt, wenn man gleich gut Fußball spielen kann. Und von daher ist beides sehr wichtig. Trainingsbuddies. Auf dem Platz trainiere ich sehr gerne mit Steven Skripski. Und neben dem Platz ist mir leider ja Phil Neumann weggebrochen für den Kraftraum. Ich versuche gerade Timo Becker ein bisschen zu motivieren. Und Fiete Arp, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich auch da angeschlossen und hat eine super Entwicklung im Kraftraum genommen. Meine Lieblingsübung im Training ist 4 gegen 4 Turnier oder 1 gegen 1, wo man direkte Duelle hat, wo man Situationen hat, wo ein Gegner direkt vor dir ist und wo man der Bessere meistens gewinnt dann. Übungen, die ich nicht so gerne mag, sind Aufwärmübungen. Oder Übungen ohne Ball. Hat's überlebt hier. Lone Survivor. Ich mache ja in dieser Saison glücklicherweise die Einwürfe. Da muss ich sagen, wurde ich, glaube ich, gut gesegnet von den Genen. Ich kann auch mit dem Schlagball sehr weit werfen. Früher bei den Bundesjugendwettspielen habe ich schon immer recht weit geworfen. Und ja, jetzt mache ich es mit beiden Armen und wir haben im Trainingslager mit dem Co-Trainer Alex Hahn das mal geübt und da kam raus, dass ich doch am weitesten werfen kann. Und ja, ich glaube, das hat ja ein paar Mal schon für extrem Gefahr gesorgt. Also es gibt auch Tage sicherlich, wo ich mich ein bisschen mehr überwinden muss. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf. Ich habe den Traumberuf, den ich immer haben wollte. Aber das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde jeden Tag hier hingehen und würde sagen, los, ich muss unbedingt trainieren. Aber wenn ich erstmal auf dem Platz bin, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer Spaß bei der Sache, Spaß bei der Arbeit und freue mich riesig, das machen zu dürfen. Ja, ich setze mir immer Ziele, große Ziele und realistisch nahe Ziele, um einfach an Tagen mir das vor dem Kopf zu sagen und sagen, pass auf, wofür mache ich das Ganze, was sind meine Ziele, was sind meine nächsten Etappenziele und was ist mein großes Ziel. Und da fällt es mir dann sehr leicht, wieder Motivation daraus zu schöpfen. Meine persönlichen Ziele diese Saison sind, wie schon im Sommer gesagt, mehr Tore und mehr Vorlagen als letzte Saison zu machen und einfach eine sehr konstante Leistung abzurufen, jedes Spiel auf einem sehr guten Niveau zu sein. Und daran arbeite ich immer weiter, dass ich dem Team maximal helfen kann.
sehe es so, dass nach dem Training es darauf ankommt, dass dein Arbeitstag nicht vorbei ist, wenn du ins Auto steigst. Ich glaube, der beste Athlet ist, der auch zu Hause einfach auf seinen Körper achtet, auf die Ernährung achtet, sich vielleicht ausrollt abends, noch eine extra Einheit vielleicht auch mal macht und nicht, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt nach Hause, hab Feierabend und jetzt esse ich Chips, sondern mir geht es viel darum, dass ich halt 24 Stunden möglichst professionell lebe, sicherlich auch mal mir was gönne und mal abschalte, aber vor allem, dass ich nächsten Tag oder das Spiel vor Augen habe und bestmöglich fit bin, dass ich meine Leistung abrufen kann, weil wenn man erstmal fit ist, glaube ich, ist die Chance höher, dass man eine sehr gute Leistung abliefert. Also ich glaube, die Stimmung im Team ist gut. Wir haben einen recht guten Haufen und ja, es ist so ein bisschen Vergleich, das immer wie mit Klassenfahrt, bloß dass man ein bisschen älter ist. Ja, wir haben eine gute Stimmung und abseits des Platzes, wo denn der Fußball vielleicht mal nicht im ersten Fokus ist, haben wir auch sehr viel Spaß miteinander und lachen viel und machen auch ein paar Späße untereinander. Das ist schon sehr schön.